Hallo und herzlich willkommen bei Virtuous, einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. Danke, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ich bin hier, glaube ich, beim Leuchtturm des Ganzen. Ich denke mal, das ist der Leuchtturm. Und jetzt schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Vielleicht haben wir ja mehr Komm Glück. schon. Bis gleich. So ein Grundschatz. Den habe ich noch nicht gesichtet, da drin. Gehen wir mal da hoch. Ich weiß, wie kommt man da rein? Gar nicht, ne? Dann gehen wir hier nach oben. Den Weg. Das ist auf jeden Fall der Leuchtturm. Wo ist jetzt der dumme Schatz hier? Ach, da die kleine Truhe. So. Ja, das eine Thema schon mal durch. Und da ist das andere. Ich nehme an, da muss ich hin. Die sieht gut aus. Das ist mega gut, ne? So, wo sind meine Kadaver? Vielleicht brauchen wir auch Haifußzähne. Gehen wir mal hier rein. Ich habe mal Glück und ich sehe gar nichts. Oh, da sind aber einige Tote. Ach du Kacke. Ih, pfui. Göttern, was geht hier vor? Schwertfisch. Da haben wir ihn doch. Das sieht nach einem bösen Jungen aus. Demos, ich wusste, du kommst. Hund! Hund des Kosmos! Willst du mich beißen? Ich bin gar nicht Demos. Ich will dir dein Gesicht abziehen, Schwertfisch. Glaubst du, ich hätte mich hierauf nicht vorbereitet? Ich bin hier wegen... Ich gehe nicht zurück! Nie gehe ich zurück! Was ich dem Kult ausschulde. Ich steige aus! Du willst das Artefakt? Geh und hol es dir! Einmal Kultist, immer Kultist. Was willst du dann von mir, Demos? Antworten. Und du wirst sie mir geben. Wie bist du in das Labyrinth gelangt? Nikios hatte den Schlüssel. Er steckte ihn in die Stele. Du kannst nicht dort hinein. Er bringt dich um. Dann flieht er und tötet uns alle. Du unterschätzt mich. Das hat Nikios auch gesagt. Ja, kannst du gar nicht. Alter Falter, kann der was ab. Wo bist du? Maximal Power, ey. Thank you.
Zack. Oh, hat der mich eiskalt abgeblockt. So. In your face, Peach. So. Mit dem Schwert kann er doch nicht umgehen. Damit haben wir auch hier den Kultisten-Dude. Man findet überall Drachmen, wenn man nur richtig hinsieht. Es bedarf nur etwas Überzeugungskraft. Das war jetzt hier oben der, ne? Jetzt will ich natürlich auch das hier unten eigentlich fertig kriegen. Ein gebrochener Mann, verfolgt vom Minotauros bis zum Schluss. Helm des Kris. Kleine Optik. So. Fragen über Fragen. Können wir jetzt langsam aber sicher hier hin? Ja, ne? Jetzt bin ich doch sehr gespannt auf die Minotaurus. Ob wir den vor allen Dingen so schnell platt kriegen. Was geht ab, Junge? Du, ich schwöre, ich habe sicher nichts gestohlen. Der alte Aufpasser sagte... Was? Er hat mit dir geredet? Hat er dir etwas über mein... Nein, hat er nicht. Und was ist mit dem Sammler? Der erzählte auch nichts über... Ich war mir ganz sicher, dass er was weiß. Hör mal, der alte Verwalter sagte, du... Warte. Und der Schwertfisch? Was hat er gesagt? Du hast ihn gefunden, oder? Ja, sicher habe ich das. Er sagte, du wärst ein unhöflicher Junge, der andere unter... Das stimmt nicht. Schön. Vielleicht bin ich manchmal etwas übereifrig. Was wolltest du noch sagen? Der alte Mann sagte, du hättest ihn bestohlen. Nein, habe ich nicht. Moment, was soll ich ihm denn gestohlen haben? Den Schlüssel zum Labyrinth, eine Scheibe. Oh. Du meinst das alte Ding hier? Das sieht ja wohl eindeutig. Ich habe gefragt, wofür das sein könnte. Der Schwertfisch erwähnte einen Ort, an dem man eine Scheibe platzieren müsste. Eine Stele. Oh, und was machen wir jetzt? Wenn wir die Scheibe in die Stele stecken, sollte sich der Eingang zum Labyrinth öffnen. Und dann kommt der Minotaurus. Und du wirst auch meinen Pater retten, oder? Das habe ich dir doch ver... Du bist wirklich die Be... Dein Pater und ich sind bald... Gehen wir zum Eingang und... Sieht aus wie ein Teil von Theseus Rüstung. Wo ist der Junge? Wo ist er hin? Da rein, glaube ich, war das, ne? Hier ein bisschen abkürzen. Jetzt bin ich unten. Bin ich denn hier richtig? Hier lang. Halt mal erstmal speichern.
Bin ich ja sehr gespannt darauf. Na, bevor wir hier auch wieder irgendwelchen Undisch treiben. So. Jetzt bin ich mal echt gespannt. Dunkel hier. Und da ist der Eingang. Okay, wo komme ich jetzt hin? Ich weiß es nicht. Aber jetzt bin ich echt gespannt, was jetzt passiert. Mino, was ist das? Unglaublich. Er ist echt. Na, ich glaube nicht, aber... Bei den Göttern. Der Faden, mit dem sich Theseus im Labyrinth zurechtfand. Mal sehen, wohin er führt. Hier liegen einige Tote. Sollte man vielleicht nicht lang gehen. Das war eine Kreatur des Zorns. Immer schön dem Faden folgen. Das muss Nikios sein. Ein Ring. Den wird Ardos haben wollen. So, und jetzt? Ich kann die garantiert nicht hoch, ne? Nee, keine Chance. Hier geht's auch nicht weiter. Sehr verwirrend. Gute Frage, nächste Frage. Wo lang? Hier geht's auch nicht weiter. Da komme ich, glaube ich, auch nicht hoch. Oh, eine Kiste. Das sieht weit aus. Das auch in dem Gelände. Hier war ich schon mal. Nee, zurück. So. Ist natürlich fett. Da geht es jetzt auch nicht weiter. Wissen es darüber.
Ich komme näher, würde ich mal sagen. Sehr verwirrend, das Ganze. So, da sind wir beim Minotaurus. Jetzt setzt meine Schuhe nach. Bist du eklig. Was soll denn das für ein Fight werden, ey? Alter Falter. Boah, wenn der aushaut, dann richtig, ne? Das war vorher geübt, da mit dem anderen Ding. Nur gucken, dass ich hier immer genügend Abstand halte. Minotaurus! Komm schon! Pams! So, wieder einen guten Hieb gelandet. Scheibendreck. Ich kann mich nicht heilen, oder was? Oh, Gott sei Dank. Der war haarscharf. Brenn erstmal, Baby. Oh, der hat gesessen. Was passiert jetzt? Oh mein
Gott. Müssen wir gar nicht platt machen? Doch, müssen wir. Oh, Scheibendreck. Verkleinern. Ah, jetzt verstehe ich. Wenn nämlich da ist, dann übel. Aber also, das läuft immer weiter. Das kann doch nicht sein. Boah, verengen wieder. Wenn er mich dann trifft, dann übel, ne? Alter, wie geht das denn? Bald auf Pfeile zurückgreifen. Komm jetzt hier. Hier keine Fähigkeit vorschützen. Bald hammern. Pams. Haben wir selber mal einen Angriff abgewehrt hier. Oh Scheiße. Ja, Mann. Komm. Treffer. Nein. Schwer sein. Wenn du jetzt hier abkackt, ne? Oh, Gott sei Dank. Ich bin stolz auf mich. Mein Herz.
Kugel sagt mir doch was. Alter Verwalter. Was ein Fight. Zyklopen hatte ich auch schon mal platt gemacht. Aber, ja, die haben schon ordentlich in sich. Ist mehr ausweichen als alles andere. Ich war auch, glaube ich, zu Anfang nicht mutig genug, näher ranzugehen und zu hauen. Also mit dem Schwertchen. Der Minotauros ist tot. Danke für deine Hilfe, Ardos. Wo ist Pater? Ich suchte im Labyrinth nach ihm und ich habe ihn nicht gefunden. Außer mir hätte da unten niemand überleben können. Mein Pater war schnell und sehr klug. Wenn es einer hätte schaffen können, dann bestimmt er. Vielleicht ist er entkommen. Deshalb konntest du ihn nicht finden. Komm. Er könnte noch da draußen sein. Irgendwo. Ja. Du hast recht. Nichts kann den großen Nikios stoppen. Geht es dir gut, Ardos? Ich wünschte, ich hätte etwas, um mich an ihn erinnern zu können. Manchmal vergesse ich, wie er aussieht. Den Klang seiner Stimme. Du sagtest, dein Vater wollte im Labyrinth Schätze finden. Ich fand dies. Nimm es. Es ist nicht viel, aber vielleicht kann ich so helfen, sein Versprechen zu erfüllen. Hab Dank, Söldnerin. Wir sollten von hier verschwinden. Mega cool, dass wir das gepackt haben. Was wirst du jetzt tun? Ich werde weiter nach Pater suchen. Denkst du? Ich glaube nicht. Ich verstehe. Sieh mal, wer da ist. Ardos. Du wirst nie allein sein, Ardos. Jemand wird sich immer um dich sorgen. Hab Dank, Söldnerin. Die Söldnerin hat Pater nicht im Labyrinth gefunden. Das sind großartige Neuigkeiten. Ich überlege mir was. Hab Dank, Söldnerin. Ich werde dich... Ich konnte es ihm nicht... Du hast genug getan, Söldnerin. Gehen wir nach Hause. So. Vielleicht finden wir dort einen Hinweis auf deinen Pater. Labyrinth des Minotaurus. Ja. Minotaurus. Unser Zuhause. Galionsfigur haben wir freigespielt. Verzeih, dass ich die Scheibe stahl. Ist schon gut. Und dein Amulett. Welches Amulett? Und deine Ring. So, da gucken wir nochmal hier kurz rein, was wir jetzt hier im Inventar freigespielt haben. Eine neue Waffe nämlich. Ich kann mal zerlegen. Ich habe ja vorher Material. Ah, will er nicht? Doch. Den finde ich cool. Dann da mein Schwertchen. Hier haben wir jetzt auch nichts Besseres so in dem Sinne. Ist jetzt auch viel Schrott dabei, ne? Lass mal was anderes gucken. Das Schiff. Naja, nur was Blaues bekommen. Hier haben wir den Gaul oder wir könnten jetzt den Minotaurus vorne ranhängen. Ne, der Gaul gefällt mir besser. Ich weiß jetzt nur nicht, was diese komische Kugel ist. Der Schatz des Minotaurus. Also viel Müll dabei, aber wir machen jetzt Feierabend, war eine lange Folge. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.